Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Diamond Art Gift. Tüte kann weg. Ich habe drei Bilder, ich habe Sticker und ich habe zwei neue Tools. Das zeige ich euch mal. Das erste sieht so aus und das ist ein Stifterhalter. Bin gespannt. Das sind die zwei Teile. Dann sind hier so zwei Dinge. Genau, die steckt man dann einfach hier so rein. Also zusammengebaut ist es, glaube ich, ziemlich einfach und schnell. Jetzt muss ich noch mal gucken. Genau hier. So sieht es dann aus. Und dann kann man hier die Stifte reinlegen. Ich finde das jetzt eigentlich vom Gedanken her nicht schlecht. Mal gucken, wie das so in der Praxis ist. Gibt es auch noch in anderen Farben. Und dann habe ich mir einen Stift bestellt und zwar aus Holz. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich musste jetzt wieder von den dicken Acrylstiften aussortieren. Ich habe jetzt auch wieder welche nachbestellt, weil mit der Zeit die Aufsätze irgendwie so locker werden und dann immer rausrutschen. Und die dicken, die passen dann zwar noch rein, aber mit denen painte ich halt nicht gerne. Von daher, ich hoffe, dass da auch die dünnen Aufsätze reingehen. Ich gucke mal, habe ich hier welche? Mist. Ja, weil, also die dicken, die passen halt schon rein. Wobei, muss mal gucken. Das ist dann dieser Holzstift. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, der ist nicht lackiert. Den werde ich mir noch lackieren. Ja, weil so mag ich das nicht. Ah, da habe ich was. Okay, nicht nur da, aber viel hier. Ja, weil das mag ich nicht, so unlackiertes Holz. Aber ich fand den cool, weil ich mir dann dachte, vielleicht ist das da oben dann nicht so anfällig, dass das dann immer rausrutscht. Weiß nicht, fand das irgendwie cool. Ist mal was anderes auf jeden Fall und ist auch relativ günstig. Ja. Bin ich mal gespannt drauf. War jetzt ein Dreieraufsatz noch mit dabei, dann so ein ganz großer und ein etwas kleiner, ich glaube ein Fünfer und ein Achter oder so. Ja, gibt's jetzt neu. Holzstifte. Ist nicht schlecht. Aber ich habe hier noch so Zeug da zum Lackieren. Und dann werde ich da einfach drüber sprühen auf dem Balkon. Genau, kein Problem. Ach, jetzt wollte ich das doch mal da reinlegen. Moment. Ich lege das mal da rein. Und dann gucken wir mal. Ja, doch. So geht das dann. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann kann man sich das so auf den Schreibtisch stellen und kann sich dann immer einen Stift wegnehmen, mit dem man dann gerade painten möchte. Ich finde das eigentlich ganz gut. Und dann kann man das auch wieder super einfach auseinanderbauen und wegmachen. Also das ist nicht schlecht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch hier drei Bilder und Sticker. Ich zeige euch mal zuerst die Sticker. Das sind die, oh, so süß. Es gibt so viele schöne neue Sticker in den Shops. Ich brauche unbedingt ein Sticker-Album. Ich muss mir irgendwie eins bestellen. Toolkit. Ja, hätte ich jetzt schon einige hier von den letzten Videos, die ich gedreht habe. Ich drehe jetzt hier gerade wieder ein paar Videos hintereinander. Das sind die Steine. Super schönes Pink. Die Eulen. Ich finde die so niedlich. Erste Seite, die Geburtstagseule. Ach, die beiden auch so süß. Dann, okay, die ist wütend. Die ist ja komplett rot. Die da singt. Was mit ihr? Die ist, glaube ich, nass geworden. Und die Harry Potter-Eule. Dann die Leseeule, Mama, Babyeule, Cheerleader.
Die ist halt, die sitzt halt irgendwie so dann, oh Gott, so eine Clown, das ist doch eine Clown-Eule, oder? Das ist doch so, das sind doch Bälle. Und eine Nikolaus-Eule. Cool. Also es sind wirklich schön. Gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Und Bild Nummer 1. Und ich hätte mir das fast nochmal bestellt, weil ich nicht wusste, dass ich es bestellt habe. Also mir gefällt es anscheinend sehr, sehr gut. Okay. Größe ist gut. 30x40. Ich sehe aber schon zwischendrin, da muss ein bisschen gearbeitet werden am Rendering. Da müsst ihr selbst ein bisschen mitdenken. Das ist so eine Mischung aus Zipptüten und 200er Beuteln. Ja, aber geht noch. Das Bild ist nicht so groß. 22 Farben. Das ist aber schön. Guckt mal. So niedlich. Der Koala mit den Rosen. Die Rosen sind super schön. Aber hier zwischendrin, da sind so rosane Steinchen. So viel. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Ich finde, das passt nicht. Da muss man dann austauschen. Ja. Genau, aber das ist sehr schön. Super niedlich, schöne Farben. Die Rosen sind richtig, richtig schön. Nächstes Bild sind auch Eulen. Oh, sind die schön. 40x30. Oh, das hätte ich mir nicht so schön vorgestellt. Ist ja mega. Toolkit und... Oh, was ist denn hier los? Ich hatte vorhin ein großes Bild, 60x50, auch mit 200er Tütchen. Was ist denn da los? Ich meine, es geht noch. Es sind ja nicht viele jetzt, ne? Also nicht viele Steinchen, aber... Oh, warum... Ja, nee, also das ging auf jeden Fall besser. Die Steine sind schön, aber warum? Bitte nicht. 22 Farben hat's. Das Bild ist so schön. Ah, oh, so niedlich. Guckt mal. Diese zwei Eulen, das sieht aus wie ein Brautpaar. Sie hat noch so Blumenkranz hier oben. Ah, oh, das Herz und hier... Ach, das ist so niedlich. Richtig, richtig schön. Ganz, ganz toll. Super schöner Druck. Braucht man auch kein Lightpad. Was ein schönes Bild. Boah, gefällt mir. Ja, nur die 200er Tütchen. Naja. Und noch ein Bild, was mir mega gut gefallen hat, was ich mir fast auch doppelt bestellt hätte. Und zwar sind das Igel. Ja, auch eine Mischung aus so 200er Tüten und Zipbeutel. Ich glaube, dass die vielleicht einfach gedacht haben, wenn das so ein kleines Bild ist und man nicht so viele Steine braucht, dass dann eher so kleine Tüten, aber... Wenn es mehrere kleine Tüten von einer Farbe sind, hätte man doch einfach eine große nehmen können, oder? Oder sehe ich das falsch? Naja gut, auf jeden Fall, weiß wurde in einen Zipbeutel gemacht. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Es hat 18 Farben und ist unendlich süß, Leute. Aber es hat sehr, sehr viel Konfetti. Also die Igel, mega viel Konfetti. Der Hintergrund ist dann dafür wieder... sehr eintönig, aber hier ist mega viel Konfetti, aber ich finde die so süß. Mit den Herzchen hier noch. Super niedlich. 30x30. Ich finde das echt richtig süß. Ja. Oh, cool. Schönes Bild. Das war's. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Dann könnt ihr mal nachschauen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.